Die Kirche Christi ist eine christliche Religion für alle Menschen, unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft, Nationalität, ihrem sozialen Status oder Bildungsstand. Das Hauptziel der Kirche Christi ist es, den Menschen zu helfen und sie auf den richtigen Weg der Anbetung und des Dienstes an Gott zu führen. In allen Versammlungen der Kirche, an denen sie teilnehmen können, alles, was sie von den Geistlichen hören, basiert ausschließlich auf der Bibel. Die Kirche Christi setzt sich voll und ganz für die Verbreitung des wahren Glaubens ein. Von den Philippinen aus hat die Verkündigung der Kirche die 6 Kontinente der Welt erreicht. Zum 109. Jahrestag der Gründung der Kirche Christi gibt es sie nun in über 160 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt. Derzeit gibt es mehr als 8000 Kirchengemeinden. Und seine Mitgliedschaft umfasst 150 Nationalitäten. Aufgrund des schnellen Wachstums ihrer Mitgliederzahl errichtet die Kirche jedes Jahr hunderte von Gotteshäusern. Dieses Werk bringt dem Herrn Gott Ehre. Unter der Leitung des Kirchenhauptverwalters der Iglesia ni Cristo, Kirche Christi, Bruder Eduardo V. Manalo, erfüllen die Mitglieder Gottes Gebot, den Bedürftigen und Notleidenden zu helfen. Die Kirche hat in verschiedenen Teilen der Welt Programme zur Sicherung des Lebensunterhalts aufgelegt. Tausende Menschen haben nun Arbeitsplätze in Bekleidungsfabriken. Die Kirche hat zudem auch Eco-Farming-Projekte. Und mit fortlaufenden Wohnungsbauprojekten hat sie Tausenden von Familien kostenlose Unterkunft zur Verfügung gestellt. Die Kirche errichtet auch Gebäude für Aktivitäten im Großformat und zur weiteren Erbauung der Kirche. Mit einer Sitzplatzkapazität von 55.000 ist die Philippine Arena eines ihrer größten Bauwerke. In ihr fanden bereits bedeutende Veranstaltungen auf den Philippinen statt. Zu den Aktivitäten, die hier durchgeführt werden, gehören Bibelverkündungen. Aufgrund der intensiven Verbreitung des Glaubens in der ganzen Welt wächst die Anzahl der Mitglieder weiterhin rasant an. Jede Woche treten Tausende und Abertausende in die Kirche Christi ein und empfangen die Taufe. Durch die Gnade Gottes und die Führung des Kirchenhauptverwalters, den er eingesetzt hat, Bruder Eduardo V. Manalo, hat die Kirche weiterhin eine Reihe von Erfolgen errungen. Dem Herrn Gott gebührt alle Ehre. Willkommen, liebe Freunde, zu diesem Programm der Iglesia ni Cristo, Kirche Christi. Reconnect an Evangelical Mission. Ich bin Bruder Jay Eddick. Wir grüßen all unsere Freunde und Gäste, die gerade zuschauen. Einen besonderen Gruß an unsere Brüder und Schwestern in Deutschland, in Österreich, der Schweiz und Luxemburg. Wir danken Ihnen für Ihre Zeit und haben heute ein sehr wichtiges Thema vorbereitet. Heute beschäftigen wir uns mit dem Namen der wahren Kirche, die unser Herr Jesus Christus im ersten Jahrhundert gründete. Ein passendes Thema für unsere Zeit, liebe Freunde. Denn laut theregister.com gibt es rund 4.300 Religionen weltweit.
Und laut World Christian Encyclopedia gibt es 45.000 katholische und protestantische oder evangelische Konfessionen. Und jede hat ihren eigenen Namen. Beispielsweise die römisch-katholische Kirche, die neuapostolische Kirche, verschiedene protestantische oder evangelische Bewegungen wie die Lutherkirche, verschiedene Baptistengemeinden, Pfingstkirche, die Zeugen Jehovas, Mormonen und viele mehr. Und deshalb fragen sich viele Menschen, welche denn die wahre Religion ist und welchen Namen die Kirche hat, die von Christus gegründet wurde. Gibt es überhaupt eine wahre Religion? Es gibt nämlich viele, die glauben, dass es ausreicht, einer Religion anzugehören. Ganz gleich, welchen Namen sie hat. Wichtig ist es, dass sie alles, was sie tun, für Gott tun. Stellen wir zunächst die Frage: Gibt es überhaupt eine Kirche, die der Herr Jesus Christus im ersten Jahrhundert gründete? Dies ist, was der Herr Jesus Christus selbst sagt in Matthäus 16, Vers 18. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Es ist klar, dass der Herr Jesus Christus eine Kirche gründete, und er bezeichnete sie als meine Kirche. Nun, Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, was der Name der Kirche ist, die Christus gründete und diese als meine Kirche bezeichnete. Hier ist die Antwort der Apostel in Römer 16, Vers 16. Grüßt einander im heiligen Kuss. Euch grüßet all Kirche Christi. Der Name der wahren Kirche, die Christus gründete, ist die Kirche Christi. Daran gibt es keinen Zweifel, denn die Kirche gehört zu Christus. Er gründete sie selbst. Deshalb wird sie die Kirche Christi genannt. Liebe Freunde, Sie fragen sich vielleicht nun, wenn der Name der Kirche die Christus gründete Kirche Christi ist, wissen die anderen Religionen, die ebenfalls die Bibel lehren, dies denn nicht? Doch, das tun sie. Und ein Beweis dafür ist, was folgender katholische Priester sagt in seinem Buch Grundriss der katholischen Dogmatik, geschrieben von Dr. Ludwig Ott auf Seite 331. Cyprian spricht im Anschluss an Matthäus 16, 18 vom Bauen der Kirche durch Christus und bezeichnet die Kirche als Kirche Christi und als Braut Christi. Dasselbe bezeugt ein evangelischer Lehrer, Meyer Perlman, in seinem Buch Knowing the Doctrines of the Bible auf Seite 349. Christus prophezeite die Gründung einer neuen Gemeinde oder Kirche, einer göttlichen Institution, die sein Werk auf Erden fortführen sollte. Matthäus 16, 18. Dies ist die Kirche Christi. Vielleicht haben Sie bemerkt, liebe Freunde, was von Autoritäten anderer Religion verstanden, gelehrt und niedergeschrieben wurde über den Namen der wahren Kirche, die Christus gründete. Wir haben diese Textstelle zitiert, nicht um diese als Grundlage unseres Glaubens zu nutzen. Nein, dies soll nur beweisen, dass dies ist, was die Bibel wirklich lehrt. Der Name der Kirche, die der Herr Jesus Christus gründete, ist die Kirche Christi. Darum sollten wir uns jetzt die Frage stellen: Wenn andere Religionen wissen, dass der Name der wahren Kirche die Kirche Christi ist, weshalb geben sie ihrer Religion oder Konfession dann einen anderen Namen? Ist der Name ihrer Religion richtig? Wenn wir uns nach der Bibel richten, dann können wir uns dies leicht beantworten. Warum? Denn die Bibel lehrt deutlich, dass der Name der wahren Religion die Kirche Christi ist. Gibt es weitere Zeugnisse der Bibel, die beweisen, dass die Kirche, die wirklich zu Christus gehört, Kirche Christi heißt? Ja. Hier in Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Gemäß der Verdeutlichung der Bibel ist die Kirche der Leib Christi, der wiederum
das Haupt ist. Was ist der Leib Christi? Hier im 1. Korinther 12, Vers 27 und der Vers 12. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Teil an ihm. Denn so wie der menschliche Leib einer ist und doch viele Teile hat und alle seine Teile, so viele sie auch sind, nur einen Leib bilden, so ist es auch mit der Kirche Christi. Es ist also klar, dass der eine Leib Christi nicht viele Leiber, auch die Kirche Christi ist. Dies ist die Kirche Christi, die wir Ihnen gerade vorstellen und von der man laut der Bibel ein Teil oder Mitglied sein sollte. Jemand mag nun sagen, ich gehöre schon einer Religion an. Allerdings heißt sie nicht Kirche Christi. Ist es denn wichtig, dass man der Kirche Christi angehört? Ja, das ist es. Denn folgender Vers beweist dies. In Apostelgeschichte 2, Vers 47 steht Folgendes geschrieben. Preisen Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr fügte der Kirche täglich die hinzu, die gerettet werden sollten. Es gibt nichts vergleichbar Wichtigeres, als für den Menschen ein Mitglied der Kirche Christi zu werden. Denn ein Grund dafür ist, dass der Herr hier täglich diejenigen hinzufügt, die am Tag des Gerichts gerettet werden sollen. Es mag nun vielleicht jemand sagen, ich bin in meiner Religion schon alt geworden und werde hier auch wahrscheinlich mein Leben vollenden. Doch welche Konsequenz hat es, der Kirche Christi nicht hinzugefügt worden zu sein oder nicht ein Mitglied der Kirche Christi zu werden? Ich werde Ihnen die Antwort hier in 1. Korinther 5, 12 bis 13 der Unlocked Dynamic Bible und dies auf Deutsch übersetzt vorlesen. Denn ich bin nicht verpflichtet, diejenigen zu richten, die außerhalb der Kirche Christi sind. Gott ist derjenige, der jene, die außerhalb der Kirche, richten wird. Von Gott nicht der Kirche Christi hinzugefügt zu werden, zieht Gottes Gericht nach sich. Wir glauben, dass niemand von uns am Tag des Gerichts gerichtet werden möchte. Stattdessen wollen wir doch alle gemeinsam mit unserer Familie vor dem Gericht Gottes gerettet werden. Daher ist es so wichtig für einen Menschen, ein Mitglied der Kirche Christi zu werden. Wir laden Sie ein, mehr über die Kirche Christi zu erfahren. Einige mögen nun vielleicht sagen, dass die Errettung der Kirche Christi durch den Herrn Jesus Christus nur eine Behauptung der Kirche Christi oder Iglesia de Cristo ist. Außer den vorhin gelesenen Versen gibt es weitere biblische Beweise, dass die Kirche Christi und dessen Mitglieder die versprochene Errettung erhalten? Hier ist der Beweis in Epheser 3, Vers 6. Die nun offenbarte Wahrheit ist, dass die Heiden mit Israel Miterben Gottes sein können. Sie sind berechtigt, sich in demselben Leib zu vereinen. Der Kirche Christi. Sie alle können nun alle Segnungen empfangen, die Gott in der großen Nachricht von Christus versprochen hat. Laut Apostel Paulus sind es jene in der Kirche Christi oder dessen Mitglieder, die die versprochenen Segnungen Gottes erhalten und seine Erben werden. Einen weiteren Beweis finden wir hier in Hebräer 12, Verse 22 bis 23. Aber ihr seid in die Wahrheit gekommen, worauf die Symbole nur hinweisen, auf den Berg Zion, das neue Jerusalem, die himmlische Stadt des lebendigen Gottes, und ihr seid ein Teil dieser Stadt. Ihr seid gekommen, um euch den Millionen und Abermillionen von Engeln anzuschließen,
die in Gottes Gegenwart jubeln, in das himmlische Heiligtum, die wahre Kirche Christi, deren Namen im Himmel aufbewahrt werden. Ihr seid zu Gott gekommen. Die Beweise der Bibel sind eindeutig. Diejenigen, die in der Kirche Christi sind, haben einen Anteil an der himmlischen Stadt oder der heiligen Stadt. Liebe Freunde, wir wollen, dass Sie ebenfalls einen Teil dieser Segen werden. Und daher möchten wir Sie dazu ermuntern, mehr über die Lehren, an die wir in der Kirche Christi glauben, herauszufinden. Wie betont unser Herr Jesus Christus selbst die Wichtigkeit der Mitgliedschaft der Kirche Christi für die Errettung? Dies ist, was er sagt in Johannes 10, Vers 9. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Es ist das Gebot des Herrn Jesus Christus selbst, in die Herde einzutreten, um gerettet zu werden. Was ist diese Herde, in die man eintreten und hinzugefügt werden muss, um die Errettung zu erlangen? Hier in Apostelgeschichte 20, Vers 28 können wir Folgendes lesen. Gebt daher Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, über die euch der Heilige Geist als Aufseher eingesetzt hat, um die Kirche Christi zu weiden, die er mit seinem Blut erworben hat. Die Herde ist die Kirche Christi. Das Gebot des Retters selbst ist es, dass man in die Kirche Christi eintritt, um gerettet zu werden. Liebe Freunde, diese Wahrheit, die wir Ihnen vorstellen, kommt nicht von uns selbst. Dies ist nicht nur unsere eigene Meinung oder erfundene Lehre. Der Name der von Christus gegründeten Kirche ist die Kirche Christi oder Church of Christ oder Iglesia ni Cristo auf Filipino. Dies ist der Leib Christi, in der der Herr Gott die hinzufügt, die gerettet werden und die auch einen Teil an der heiligen Stadt haben. Liebe Freunde, nochmals regen wir Sie dazu an, sich die Zeit zu nehmen, um mehr über die Iglesia ni Cristo oder Kirche Christi herauszufinden. Sie sind herzlich willkommen, an unseren Gottesdiensten in den Kirchengemeinden in Ihrer Nähe teilzunehmen. Unsere Brüder und Schwestern, die Sie eingeladen haben, dieses Programm anzuschauen, können Sie dazu begleiten. Vielen Dank fürs Zuschauen.